800 Meter. Sebastian die 800 Meter. Cole wird angekündigt. Er ist nach Köln gekommen. Zum ersten Mal läuft er hier. Da sehen Sie, wie er die Hand hebt, dem Publikum zuwinkt. Thomas Wilking aus Dortmund, die Amerikaner Johnny Gray, James Robinson, Steve Scott sind dabei, Milo Savic aus Jugoslawien, Hans-Peter Ferner aus Ingolstadt, der Zweite der Deutschen Meisterschaft, Uwe Becker aus Wolfsburg, unser 1500-Meter-Mann und hier Robinson und dahinter Coe. Coe hat ja, nachdem er in dieser Saison durch eine Verletzung nur sehr schwer in Tritt kam, in Zürich eine brillante Leistung geboten, mit 1,44,5 etwa. Und hier in Köln waren die Gegner eigentlich so, dass er das Feld würde beherrschen können. Einen Start gegen den Kubaner Alberto Torena über 800 Meter ist er aus dem Weg gegangen, er wollte das nicht. Coe sagte, der soll ruhig 400 laufen, ich will keinen Risikofaktor eingehen und will mich jetzt nicht plagen müssen. Ich will gut aussehen, die Veranstalter haben den Wunsch Rechnung getragen. So. Wolfgang Frombold aus Ludwigshafen macht das Tempo, Coe dahinter, dann Ferner, Becker, der Jugoslawe Savic, dann der dunkelhäutige Läufer ist James Robinson aus den USA, auch noch dabei, Steve Scott im weißen Trikot mit der Nummer 238, der weltjahresschnellste 1500-Meter-Läufer. Jetzt wird Coe gleich an die Spitze gehen. Die Durchgangszeit in 52,4, nicht allzu schnell, aber ein Tempo, das doch Zeiten unter 1,46 zulässt. Coe vor Ferner, Robinson, dann Becker, dann kommt Scott. Und jetzt sieht er sich schon um, wie weit die Gegner da weg sind oder noch dicht hinter ihm sind. Er kontrolliert das Feld, der Brite. Und mit ihm muss man in Athen bei der Europameisterschaft rechnen. Und jetzt zieht er an, fast wie ein Sprinter. Bestechend, wie er läuft. Sebastian Coe gewinnt locker und leicht in 1,45,10 vor Robinson USA und Hans-Peter Ferner, der mit 1,45,97 erneut eine gute Zeit läuft und sicher in Athen eine Endlaufchance besitzt. Der Sieger hier in Köln ist Sebastian Coe. Was weiter noch heute Nachmittag geschah, werden Sie in einem Folgenbericht gegen Ende dieser Sendung noch erfahren. Sebastian Coe zum ersten Mal in Köln, gleich die 800 Meter gewonnen, ganz locker. Sebastian Coe, the first time in Cologne at the ASV International Athletic Meeting. And then straight away, you win the 800 meters, very, very, very easy indeed. Well, yes, it's nice. In fact, outdoors, this is the first time I've raced in Germany. I ran indoors in Dortmund many years ago. But it's lovely to be here. I'm staggered by the size of the stadium, actually. It's like stepping into an Olympic final today. Es ist eigentlich das erste Mal in Deutschland, dass draußen gelaufen ist. Das ist schon in Hallenwettbewerb in Dortmund gelaufen, aber zum ersten Mal draußen. Und wundert sich, wie fantastisch es hier ist in den Kölner Stadion. Sebastian, you said that depending on your performance in Cologne, you decide whether or not to also run in the 1500 meters in Athens. What have you decided? Well, the first part of your assumption is right. I did say that. But I also said the second part would be after a good hard week's training back at home. And we'll start looking at those kind of decisions at the end of next week. Sebastian Coe hat gesagt, glaube ich vorgestern, dass wird vielleicht wegen der Verletzung von Steve Ovett auch die 1500 Meter bei der Europameisterschaft in Athen laufen. Aber er sagt, er kommt davon jetzt, wie er sich fühlt, nach einer Woche harter Training. Sebastian, you have German girlfriend, Irina Eppler. Do you speak German? Badly, with an Allgäuer dialect. Er hat natürlich schon eine deutsche Freundin, Irina Eppler. Ich habe ihn gefragt, ob er Deutsch spricht, und er sagte, schlecht, mit einem Allgäuer Dialekt. Sebastian, thank you very much. Pleasure, thank you. Ja, wer so schnell läuft, muss eigentlich auch schnell Deutsch sprechen können.